Sieh mal, Felix, wie gefällt dir denn... Hardy, was machst du denn hier? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Mich? Wieso? Ich habe dir doch alles geschrieben. Hast du meinen Brief nicht bekommen? Deshalb bin ich ja hier. Um diese Zeit hast du denn heute nicht operiert? Doch, aber alles andere habe ich Westphal überlassen. Ach, auf einmal hast du Zeit für mich. Aber leider zu spät. Entschuldige bitte. Ich muss das hier mal einräumen. Läuft zu Ihnen über mit fliegenden Fähnchen. Warum lassen Sie sich das bloß gefallen? Ja, wieso ich? Sie sind doch der Ehemann. Komisch. Was ist hier komisch? Wenn man euch beide so betrachtet, da steht ihr nun nebeneinander. Meine Zukunft und meine Vergangenheit. Und wie du wieder aussiehst, wieso kannst du dir eigentlich deine Krawatte nicht binden? Außerdem passt sie überhaupt nicht zu deinem Anzug. Man kann dich wirklich keinen Augenblick alleine lassen. Ich möchte bloß wissen, was du ohne mich machst. Ja, das möchte ich auch wissen. Aber es ist schön, dass du dir noch Gedanken darüber machst. Das war das letzte Mal. Ich habe dich 25 Jahre lang angezogen. Ich finde das reicht. Ich möchte dir etwas sagen. Wozu? Du kannst mich doch nicht mehr umstimmen. Du weißt, wenn ich mich einmal für etwas entschlossen habe... Ich weiß. Na also, fahr nach Hause, Hardy. Es hat keinen Zweck. Nein, ich verlasse die Stadt erst, bis du mit mir gehst. Da wirst du Schwierigkeiten haben mit dem Übernachten, meine ich. Ich habe im Hotel das letzte freie Zimmer bekommen. Ach nein... Da fällt mir ein, du hast ja Glück, es wird eines frei.